Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute haben wir ja keine Neuerscheinung, aber einen Redbreast 21 Jahre in einer neuen Verpackung. Und zwar gewaltig schwer, tolles Holz, super aufgemacht. Aber die Flasche selber habe ich 2013 das erste Mal probiert. Und als ich 2011 bei der Old Middleton Brennerei im Süden Irlands war, wurde dieser Whisky ungefähr so angekündigt, dass da eine neue Abfüllung käme. Und 2013 war es dann soweit, habe ich diese Flasche zum ersten Mal probiert. Und die war damals schon reichlich über 100 Euro. Mittlerweile kostet sie bei whisky.de im Shopsystem 178 Euro. Nun, das ist ein stolzer Preis, aber die Iren haben leider nicht so den Sinn, Whiskyfässer so lange zu lagern, sodass also die alten irischen Whiskys schon immer sehr, sehr teuer waren. Und die Menge an Whiskys, die zurückgelegt wurde, war nie so sonderlich hoch. Nun, das ändert sich gerade ein bisschen, weil die Old Middleton Brennerei, die hat jedes Jahr, damals, als ich das besichtigt hatte, jedes Jahr ein neues Lagerhaus gebaut, Fußballfeld groß, bis zum Dach voll. Also heftig haben die da zur Seite gelegt und mittlerweile haben sie noch eine zweite Brennerei gebaut daneben, dass also hier der Output nochmal vergrößert wird, weil irischer Whisky ist weltweit auf dem Vormarsch. Und so hoffe ich, dass dieser Redbreast 21 Jahre, wir sind A, froh, dass er jetzt regelmäßig verfügbar ist und B, dass hier vielleicht das Angebot noch so weit steigen wird, dass der Preis dann ein Stück weit sinkt. Das Besondere an diesem Whisky ist, dass er ein Single Pot Still ist, bedeutet, er wird nur auf Pot Stills, also auf Kupferbrennblasen hergestellt, und zwar in der Middleton Brennerei, der New Middleton Brennerei, da gibt es ja vielleicht die Very New Middleton Brennerei, Scherz, und zwar mit gemälztem und ungemälztem Gerste. Ja, genau, das haben sie erklärt. Sie haben also eine Gerstenversorgung. Der eine Teil der Gerste wird gemälzt und der andere Teil der Gerste wird nicht gemälzt. Und aus diesen wird dann der, ja, das Wash fermentiert, fermentiert und dann entsprechend den Brennblasen zugeführt und nur in Pot Stills und nicht in den für Irland so typischen Column Stills, meist aus rostfreiem Stahl mit ein paar Kupferböden drin, dass ein bisschen Kupferkontakt mit da ist. Nein, hier volle Kupferbrennblasen, dreifach destilliert. Wobei auf der einen Seite muss man jetzt sagen, gut, wir haben jetzt die Pot Stills, die Sache etwas würziger machen, und auf der anderen Seite haben wir jetzt die Dreifachdestillation, die das wieder ein Stückchen zurücknimmt. Gut, ja, das Geschmacksprofil ist an der Stelle dann doch ein Stück weit anders. Namensgeber für diesen Whisky, der Redbreast, Robin Redbreast, ist das Rotkehlchen. Und das ist der einzige Singvogel, der den dunklen irischen Winter, die liegen ganz schön nördlich, hier singend verbringt und damit dem Menschen den Winter, den dunklen Winter, hier etwas versüßt. Eine Ähnlichkeit zu dem Whisky mag gewollt sein bei der Namensgebung. So, jetzt haben wir die ganze Sache so ziemlich durch, was es darüber zu sagen gibt. Die Flasche ist die ganz typische Redbreast-Flasche, die wir, sehr fruchtig, die wir ab dem 12-Jährigen an dieser Stelle schon kennen. Probiert habe ich den Whisky jetzt schon mal, darum ist die Flasche ein bisschen leerer mit der Verwandtschaft. Da ist er sehr gut angekommen, weil er ja ein bisschen ausdruckskräftiger, ein bisschen intensiver ist, weil 21 Jahre in Fässern macht sich da schon bemerkbar. Wobei wir hier eine Mischung von Ex-Bourbon-Fässern haben mit First-Fill-Ex-Sherry-Fässern. Also Bourbon-Fässer, wenn Sie dazu nicht First-Fill sagen, sind die auch Second- oder Third-Fill. Und auf der anderen Seite First-Fill-Ex-Sherry-Fässer. Der Whisky ist aber jetzt hier schön dunkelgolden mit einem leichten bräunlichen Ton vom Sherry, dass die hier also nicht 100% First-Fill-Ex-Sherry-Fässer haben, dann wäre der Whisky viel, viel dunkler. Sondern es ist eine Mischung, die nach der Reifung, so wie ich das verstanden habe, dann passiert. Es ist also nicht ein Finishing, sondern eine Reifung in zwei verschiedenen Fässern, die dann verheiratet wurde und entsprechend abgefüllt wurde. Ja, jetzt habe ich also schon das zweite Mal dran gerochen, gerade im englischen Take. Und jetzt habe ich ganz präsent vorne dran die Vanille, richtig reiche Vanille. Dazu tropische Früchte, die sich da einmischen.
Und zwar, was ist es? Wäre irgendwie so ein bisschen Richtung Papaya, würde ich mal sagen. Und dazu eine ganz, ganz intensive, deutliche Nussnote. Und zwar so die typischen Haselnuss, Walnuss, Pekannuss. Wenn Sie es ein Sherryfass öffnen, ein leeres Sherryfass öffnen, um da Whisky reinzufüllen, habe ich machen dürfen, und riechen jetzt daran, da kommt Ihnen eine Nussnote entgegen. Es ist unglaublich, also sehr, sehr intensiv. Wobei die Fruchtnote, diese frische, tropische Fruchtnote, normalerweise aus dem Brennereicharakter, also aus den Potstills und ja, den Hefen, die die Fruchtnoten verstärken von, ja, im Prinzip dem Wash. Und dahinter kündigt sich schon ein ganz bisschen würzige Eiche an. Cheers! Mhm. Erst ölig auf der Zunge und dann schlägt die Würzigkeit der Eiche zu. Sehr intensiv, Speichelfluss setzt ein. Sehr schön. Leichte, fruchtige Süße mit dabei, überraschend bei der Würzigkeit der Eiche. Also richtig schön. Das könnten jetzt diese Trockenfrüchte, die vom Sherry her stammen, die im Geruch beim ersten Mal zu riechen waren, das beim zweiten Mal nicht so. Jetzt im Geschmack sind sie da. Ich würde sie jetzt aber nicht auf die dunklen Pflaumen oder Rosinen, Sultaninen oder sowas geben, sondern nein, hier sehe ich das so eher in die Richtung der Trockenaprikosen, Trockenpfirsiche, irgendwas in der Richtung. Also die helleren Trockenfrüchte, die dann im Hintergrund eine deutlich fruchtigere und eine deutlich oder frische fruchtige und eine leichte Süße haben. Abgang sehr lang mittlerweile, sehr harmonisch, keine Bitterkeit für 21 Jahre, ist das was Besonderes. Und der Abgang ja wirklich harmonisch, lang, Würze und Eiche. Also wunderschön gelungen und ja, ein seltener alter Whisky, der sich ja zu den Höhen des irischen Whiskys, zum Olymp des irischen Whiskys hinaufschwingt und sich gegenüber ähnlich alten Whiskys in Irland nicht verstecken muss, sondern sogar ja sich vielleicht an die Spitze davon setzt. Das soll es heute gewesen sein. Schauen Sie im Shopsystem nach. Die Flasche sollte jetzt immer verfügbar sein. Und herzlichen Dank fürs Zuschauen.